Dann haben wir den Wanderfluch. Körperteil eines Fluchopfers. Zeitweiliger Fluch ermöglicht Kampf gegen Geister. Gegen Geister, also verfluchte Wesen, kann man nur kämpfen, wenn man selber auch verflucht ist. Und die sicherste, wenn auch übelste Methode, verflucht zu werden, ist es, einem Toten ein Körperteil abzutrennen. Ja, sehr übel. Und dann haben wir ja noch die gezackte Geisterklinge. Oh, übrigens haben wir hier noch die blaue Glut. Die können wir auch gleich abgeben. Hier die gezackte Geisterklinge. Gezackte Klinge getragen von den Geistern Neulondos. Schwerer Stoßangriff. Eine der verfluchten Waffen fügt Geistern Schaden zu. Also das ist unser Ersatz, falls uns die Wanderflüche mal ausgehen sollten. Damit wir... ja, damit wir die Geister auch trotzdem besiegen können, auch ohne Wanderflüche. Es ist sehr gut, dass wir so eine schon mal bekommen haben. Oh, und da liegt sogar noch ein Gegenstand für uns. Ein Panzerbrecher, also ein Degen-Dolch-Dingsi, also nichts Besonderes eigentlich. Den lese ich jetzt mal nicht vor. Ich will jetzt erstmal die Glut loswerden. Ei du. Und die werde ich am besten hier los. Hey Kumpel. Hey, hang on. Is that a sorcery emblem? I've never seen one like this. Not even back in Vinheim. What a brilliant flame. Please, friend, let me have that. I am begging you. I am a craftsman of Vinheim. I'd go hollow before I pass him a flame like that. Ja, wir geben ihm die blaue Glut. Really? You are wonderful. I will forge a wicked masterpiece just for you. A weapon to make a legend out of it. Ja, danke. So, wir sind die Glut los. Smithing helps, don't let me. Ja, das kennen wir. Die Glut sind wir losgeworden, auch wenn wir es nicht wirklich brauchen, aber so haben wir sie wenigstens nicht mehr im Inventar. So, wir wollen jetzt aber ins Drachental. Denn wir machen einen kleinen Abstecher zurück in Richtung Schandstadt. So, hallo Drachental. Und vom Drachental aus in die Schandstadt hinein. Und dort würde ich es gerne vorziehen, wieder meinen Hartstahlring zu tragen. So. Und dann ab ins Grüne. Wobei das hier nicht das schöne Grüne ist, sondern das unangenehme Grüne. So. Hey Jungs. Ja, komm ruhig her. Etwas schneller, wenn ich bitten darf. Ich helfe auch ein bisschen nach. Indem ich dir einen Pfeil in den Bauch schieße. Oh, das macht sogar einen interessanten Schaden bei dir mittlerweile. So. Wow. Au. Ja, unsere Giftresistenz könnte besser sein. Müsste ich doch irgendwann mal Resistenz steigern ein bisschen. Wenigstens, dass die Giftresistenz hoch genug ist. Ja. Na komm. Oh ja. Wenn du brüllst, können wir dich backstabben. So, und ausschalten. Und dann haben wir noch einen von euch. Genau, dich da. Ja, kannst ruhig gegen mal unser Schild mal schlagen. Wow. In der Attacke weichen wir dann doch lieber aus. Au. Da hatten wir nicht genug Ausdauer mehr. So, stirb. Und noch ein Jauche-Küchlein. So, wir müssen nur gucken, dass wir am Wasserrad dann gleich sicher runterkommen. Schandstadt. Juhu. So. Hier runter. Und jetzt müssen wir den weiteren Weg runterfinden. Ah, der geht hier runter.
So, hier müsste uns genau so ein Vieh begegnen. Weg mit dir. Dann geht es immer weiter runter. Fliegen ignorieren. So. Und weiter geht's. Schön weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. So. Weg mit dir. Und eigentlich, ja. Ah. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich gerade dahin gekommen bin. Aber ich weiß, dass ich gestorben bin. Gut, wir sind wieder am Feuerbandschrein. Ah ja, meine S-Taste hatte einen Hänger. Das kann passieren. Wenn wir schon mal hier sind, verstärken wir den Estus-Flakor. Estus-Flakor aufgefüllt und weiter geht's. Dumm, die dumm, die dumm. So. Den Aufzug widerrufen. Und wieder runter. Ah ja, das ist jetzt richtig doof gelaufen. So, kurz durch Neulondo. Rüber ins Drachental. So. Hier lang. Und dann nochmal die Jungs töten. Dumm, die dumm, die dumm. Genau die da. Genau, schlag die eigenen Barrikaden kaputt. Ich wollte dich eigentlich backstabben. Wow, du kannst mit deiner Keule aber weit ausholen. Aber ich mit meinem Schwert auch. So, einer weg, bleiben noch zwei. Ja, du brüllst. Ich backstabbe dich. Wow. So, weg. Und der letzte von denen ist der hier. Au. Naja, das war nicht so toll. Wow. Jetzt auf unsere Ausdauer achten. Und ihn weghauen. So. Kurz heilen. Und weiter. Sehr gut. Naja, sehr gut ist das nicht. Wir laufen gerade den Weg schon zum zweiten Mal. Aber es ist gut, dass wir ohne Probleme hier durchkommen. Wobei das auch nicht immer gesagt ist. Wenn man nämlich unvorsichtig wird oder einfach versucht durchzurennen, kann das einem schon mal zum Verhängnis werden. Deswegen immer aufpassen, wo man hin will. Ich würde gerne erstmal in meinen Leichenhaufen kommen. Und zwar diesmal ohne zu sterben, weil da sind schon nicht wenig Seelen drin. Genau den Leichenhaufen da unten meine ich.
So, den da. Oh, ich kann die sogar schon mit dem einfachen Angriff one-hitten. So, jetzt warten wir. Genau. Warten wir die Plattform ab. Wir werden von oben verfolgt. Ist mir relativ wurscht. Denn es geht für uns bergabwärts erst einmal. So, weg mit dir. Und dort suchen wir dort drüben erstmal das Leuchtfeuer auf. Sicher ist sicher. So. Ring. Bitte den Eisenring anlegen, dass wir schneller durch den Sumpf kommen. Wir müssen jetzt nämlich erst einmal jemanden hier suchen. Egal, ob wir vergiftet sind. So, interessiert nicht großartig. Ich will einfach bloß hier weiter. Wo versteckt er sich? Da hinten. Hallo Siggi. Erstmal sollte ich die Maden um dich rum loswerden. So. Habt ihr zufällig was dabei? Nö. Fliegen kommen mir hinterher. Und verpisseln sich wieder. So. Okay, hi Siggi. Einmal einen Schluck trinken, während er schnarcht. Und nochmal hallo Siggi aufwecken. Oh ho! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far. But I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask. But can you spare a few scraps of moss? Ja, geben wir ihm ein paar Milliliter Moosklumpen. Fantastic. Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please, take this. A symbol of my appreciation. Spießschild. Well, our fates do seem entwined, don't they? Perhaps this, too, is the will of Lord Gwyn. Ja, vielleicht. Hast du so was zu sagen? Ja, jetzt philosophiert er über den Sumpf. Okay, und wir können uns auf dem Weg zurück zum Leuchtfeuer machen. Vergiftet sind wir noch, also brauchen wir so eine neue Vergiftung erstmal keine Sorgen machen. Vorbei an den ganzen Kerlen hier. So. Leuchtfeuer, kurz rasten und dann geht es wieder zurück in Quelaks Domäne. Denn jetzt wollen wir ein bisschen die Dämonenruinen erkunden. Vorbei an dem hier. Vorbei an dem hier. Die Vergiftung einfach mal einstecken. Dumm. Den weg. Hauen. Und dann geht's hier oben weiter. So. Dämonenruinen. Also erst einmal Quelaks Domäne. Ja, Quelaks Sphäre auf Deutsch. Mir egal, wie es heißt. So, unterwegs den Ring wieder austauschen. Hier in dem Gebiet brauchen wir nämlich den den Rostring nicht. Sondern wir brauchen einfach bloß Schutz.